Hallo Menschen und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu Doom 3 BFG Edition. In der letzten Aufnahmesession haben wir Folgendes erreicht. Wir sind auf Mars angekommen, haben unser PDA erlangt, haben so ein bisschen die Räumlichkeiten angeschaut, sind dann mit Sergeant Kellys Auftrag diesen einen Doktor, der im alten Kommunikationsgebäude, ich glaube, Ishii hieß er, zu finden und wieder zurückzubringen. Und er sagt, dass die Hölle eben auf Erden los sei, dass der Teufel real sei und so weiter. Und anscheinend, so viel kann ich verraten, dass durch Dr. Betrugers Experiment die Hölle auf Erden los ist. Das haben wir ja geöffnet. Hey, du. Yeah. Jo, gleich ist ja alles eingestürzt. Hier komme ich auch nicht hoch. Dann mal los. Und hoch da. Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Es ist lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Niemals. Ich bleibe hier oben. Nur hier ist es sicher. Tja. Genau, da, er hat es gut beschrieben. Das letzte Mal ist so eine Art Schockwelle mit Gelächter losgegangen. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und seitdem ist auch die Hölle auf Erden los. Imps kommen hier. Alle verwandeln sich in solche Zombies, kann man sagen. Das gefällt mir nicht. Erstmal speichern. Gott sei Dank spiele ich das jetzt gerade tagsüber. Da kann ich ruhig mal ein bisschen etwas lauter sein als mitten in der Nacht. Das Ding hier ist aufgegangen, deswegen. Was? Oh, ein PDA. Bop, bop, bop. So. Oh, Halleluja. Dabei wollte ich nur Matschepampe. So. PDA. Marcus Stanton. Schauen wir doch mal. Undokumentierte Fracht? E-Mail. Nee, echt jetzt Kettensägen? Marcus, die Trottel bei Mixom haben sich mal wieder selbst übertroffen. Ich hatte eine Kiste Presslufthammer geordert und gekommen sind mehrere Kisten Kettensägen, aber kein einziger Presslufthammer. Was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Was sollen wir auf dem Mars mit Kettensägen? Ich schicke sie zurück, sobald ich die Zeit dafür finde. Inzwischen wäre ich dir dankbar, wenn du eine weitere Beschwerde beim Mixom einreichen und meine Presslufthammer weiterleiten könntest, wenn sie ankommen. David Robbins, Industriekomplex. Ray Gerhardt, bis bald. Wenn du diese Mail erhältst, gehörst du zu den Personen, mit denen ich hier auf dem Mars zusammengearbeitet habe und die in meinem Leben einen Eindruck hinterlassen haben. Ich möchte dir mitteilen, dass ich nach einem letzten Einsatz im Delta-Labor morgen den Mars und die USI verlasse, um andere Chancen zu nutzen.
Du wirst mir fehlen und ich werde oft an dich denken. Die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, werden sicher für den Rest meines Lebens halten. Und ich bleibe auf jeden Fall in Verbindung. Sobald ich meine neue Adresse habe, gebe ich sie weiter. Ich hoffe, dass du morgen Abend zu meinem Abschiedsumtrunk in die Küche von Mars die... Ach, du kommst, okay. Mein Shuttle fliegt früh morgen am 16.11. ab und ich würde mich gerne persönlich von dir verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Gerd. Und danke, Matthews, bis bald. Hast du eine Ahnung, wer der Typ ist? Vielleicht dieser schräge Honk aus dem Alpha-Labor, aber ich dachte immer, der hieße Alan. Gehst du zu seinem Umtrunk? Ich würde normalerweise nicht hingehen, aber wenn die Rechnung auf ihn geht und noch ein paar Leute kommen, könnte das ganz lustig werden. Ursprünglich Nachricht, wenn du diese Mail erhältst... Ach so, ja. Gut. Dann haben wir noch undokumentierte Fracht. Hier ist Mark Stanton, Ladelistenkontrolleur, derzeit stationiert in Mars City. Ich weiß nicht, an wen ich das schicken soll. Darum schicke ich es an mehrere Adressaten. Wer dazugehört, sollte sich bitte einen Moment Zeit für den Bericht nehmen. Er ist wichtig. Die Verladevorgänge hier draußen machen mir große Sorgen. Als Ladelistenkontrolleur muss ich schließlich über alles informiert werden, was in Mars City ankommt oder es verlässt. Doch man hintergeht mich und verhindert, dass ich Frachtinformationen erhalte. Das ist inakzeptabel. Es könnte nicht nur bei meiner bevorstehenden Prüfung ein schlechtes Licht auf mich werfen, sondern es ist immerhin meine Aufgabe. Und ich habe satt, außen vorgehalten zu werden. Keine Ahnung, wer ständig Güter rein- oder rauslässt, ohne mich Ladelisten erstellen oder beschaffen zu lassen. Aber das muss aufhören. Ein Hafenarbeiter sagte sogar, ich solle mich verpissen, als ich einen der letzten Container, der direkt an Delta gehen sollte, stoppen wollte. Ich habe das sofort gemeldet. Und werde es auch beim Transitmanager ansprechen, wenn ich ihn sehe. Log Ende. Erstmal speichern. Und weiter geht's. Ich glaube, da wollte jemand rein zu mir. Ich warte immer noch, dass da irgendwas aufgeht. Und ich hinterrücks niedergeschossen werde. Stimmt, jetzt sind wir ja da, beim Haupteingang. Jetzt sind wir ja da, wo ich am Anfang sagte, oh, da will ich gerne mal hin. Gut, das sieht sehr gut aus. 60, 120, 3 maximal 4 Magazine. Also, ICO-Schlüsselkarte, sehr schön. Kommandozentrale, hier ist Spezialist Wurzen. Mein Team ist vor Ort, sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende. Spezialist Wurzen, Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt und verschanz dich. Wir finden dich. Jo, weil wir sollen ja zum Marine HQ. Das gefällt mir nicht. Mal wieder. Ah, sehr schön. Der kleine Roboterfreund. Okay, hier gibt es nichts. Hier. Geht's ja auch nicht. Bleib ich mal wieder bei der Pistole.
Speichern. Woher kommt der denn jetzt? Manchmal echt so ein Ding, wenn man. Ich irgendwie habe ich das Gefühl, immer noch, wenn man die nicht zum Matschepampe verarbeitet, stehen die immer wieder auf. Speichern. Naja, Headshot kann man den ja schlecht verteilen. Ah, okay, ich dachte gerade schon. So, erstmal wieder speichern. Okay, was war das nochmal? War das der Weg zum Marine HQ? Unsicher. Okay, erste Hilfe. Und gewollt eingesammelt. Aber naja. Erstmal speichern. Ich weiß es nicht, aber bleib wo du bist. Lass keinen in den Raum rein. Was war das? Hey, hey. Boah, das war knapp. Beinahe hätte er mich erwischt. Jetzt manchmal. Dadurch kommen wir ja nicht. Oh, die Stelle. An die kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich mich damals so richtig brutal erschrocken. Gesperrt. Oh, ganz schlechtes Kino. Ganz schlechtes Kino. Oh Mann, nee. Ja, komisch, der Laptop geht sofort aus. Der Laptop geht sofort aus, aber warum nicht der? Aber schlecht, weil das ein PC ist. Hm. Der war gut. Sehr schön. Erstmal kurz Taschenlampe erholen lassen. Speichern. Ja. Und da habe ich mal voll laut aufgeschrien. Weil ich da irgendwas sagen wollte, tja Leute, schade, dass ich mich nicht erschreckt habe und dann auf einmal wurde ich voll von dem angegriffen und habe dann voll den Schrei rausgelassen.